Hallo Leute, ich habe mich gefragt, was bringt es, wenn man eine Stunde den neuen Showdown-Modus Plunder spielt? Was kommt dabei raus? Was hat man an Gold? Was gibt es an Dollars? Und wie viel XP kommen zusammen? Das wollte ich wissen, das habe ich getestet. Ich habe mich da eine Stunde ins Getümmel gestürzt. Und wie ihr ja alle wisst, ich bin nicht so der Showdown-Experte oder der PvP-Spieler. Aber ich habe mir gesagt, das will ich jetzt wissen. Und gleich eine negative Sache zum Anfang. Wenn man reinstartet, kann es durchaus passieren, dass man in eine laufende Partie reingeschmissen wird. Ich glaube, das macht Rockstar so, weil man unnötige Wartezeiten vermeiden will. Und so kommt ihr oft in eine Partie rein, die schon wie bei mir unter einem, also über eine Minute schon gelaufen ist und das Kojotenrudel hatte schon 2 Punkte. Ich war im Team Einsame Cowboys, wir hatten 0, lagen schon mal zurück. Ein super Start, da startet man rein und dann liegt man schon zurück. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, das Team, wo ich dazugestoßen bin, hatte vorher nur 2 Spieler und ich bin als Dritter dazugekommen und vielleicht kommt noch ein Vierter dazu. Das ist alles keine gute Voraussetzung, aber das muss man in Kauf nehmen, wenn man reinstartet. Es könnte auch durchaus sein, dass ihr ganz normal reinstartet und mit 7 Minuten Anfangszeit beginnt. Aber bei mir war das nicht so. Ich bin dann gleich mal mit unter 6 Minuten reingestartet. Das Spielprinzip ist einfach erklärt. Es gibt 4 Teams. Ihr müsst versuchen, entweder aus der Mitte Beute aufzunehmen, diese Satteltaschen, und die in euer Lager zu bringen. Dort abzulegen, gibt es einen Punkt dann, wenn ihr das abgelegt habt. Oder ihr begebt euch in ein gegnerisches Lager, wie der Herr Meier das jetzt gemacht hat, und klaut da die Satteltaschen raus und bringt die in euer Lager und das zählt dann auch super. Der hat jetzt gerade eine Lieferung abgeliefert. Es gibt verschiedene Spielorte. Farm in Chula Springs war das erste. Es gibt St. Denis. Dann gibt es Tall Trees. Strawberry ist mir begegnet und St. Denis Plantage. Ihr könnt strategisch auch so rangehen, dass ihr das Lager verteidigt. Da platziert ihr euch am besten irgendwo geschützt und wartet, bis die Gegner kommen und knallt sie dann ab. Oder geht auf sie drauf zu und bekämpft sie. Das ist euch überlassen. Also ihr könnt aggressiv spielen, indem ihr andere Lager angreift oder in die Mitte geht. Hier ist mal auf der Karte zu sehen, die 4 Lager, die verschiedenen Farmen und in der Mitte könnt ihr euch die Beute holen, ins Lager, in euer Lager bringen oder ihr könnt euch anschleichen, wie immer ihr wollt, in ein anderes Lager. Könnt ihr über Mauern klettern, ihr könnt über Zäune klettern. Schön geschützt, aber wenn ihr die Beute aufnehmt, dann seid ihr sichtbar für den Feind und dann haben sie es leichter, euch zu bekämpfen, weil sie euch dann viel leichter sehen. Das ist eine kleine Problematik, aber auch nicht so schlimm. Mir selbst, das ist hier wieder Chula Springs, mir selbst hat es eigentlich recht viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, es macht viel mehr Sinn, dieses Ganze nicht allein anzugehen, sondern in einem Team. Weil es liegt halt nun mal in der Sache, dass Teams sich unter anderem absprechen können. Der eine übernimmt zum Beispiel Beschützung des Lagers, der andere versucht zu klauen aus anderen Lagern und der dritte kann vielleicht in eine Position sich hinstellen, wo er alles überblickt und die anderen bekämpft, so einen Sniper macht oder so.
Also im Team würde ich das spielen. Also ich jetzt alleine da reingekommen. Man muss sich halt irgendwie abstimmen. Und das Ganze habe ich jetzt hier vermisst. Also die Abstimmung hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Meistens waren wir zu dritt oder zu viert. Und wie gesagt, es ist für mich eigentlich mehr so das Teamspiel. Also Plunder, was jetzt übersetzt, jetzt plündern, rauben, stehlen oder Diebstahl heißt, das finde ich, sollte man wirklich im Team spielen. Ich habe es jetzt eine Stunde voll durchgezogen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, kann ich nur wiederholen. Also es war mal wirklich was anderes. Man sollte wirklich den Slippery Bastard, wenn man die Karte besitzt, sollte man das benutzen, weil es ist vom Vorteil. Aber es ist auch keine Garantie, wie ihr seht. Man ist einfach sichtbar für die anderen, wenn man da Beute geklaut hat, und dann kann es passieren, wenn die anderen aufpassen, dass es dann ziemlich schnell vorbei ist. Mit der Munition muss ich sagen, weil ich dadurch, dass ich jetzt nicht so ein PvP-Spieler bin, ein bisschen im Nachteil war, dachte ich, nimmst du dir ruhig mal ein bisschen Explo-Munition mit. Ja, ich weiß, das kommt nicht so gut an, aber das war mir jetzt egal. Sollten zwei Teams nach den 7 Minuten die gleiche Punktzahl haben, dann kommt es durchaus zu einem Sudden Death. Also, das heißt, wer als nächster einen Punkt erzielt, hat dann die ganze Partie gewonnen. Das war leider nicht unser Sudden Death, das war das von den anderen Spielern. Und die haben das Ganze dann gerockt. Wir hatten das Nachsehen. Man kann, wenn man als Unbeteiligter im Sudden Death drin ist, kann man die anderen Spieler anwählen und durchschalten. Das ist hier St. Denis Plantage. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil man hat viele Deckungsmöglichkeiten. Man kann sich aus den Gebüschen anschleichen, die Gegner bekämpfen, Beute aufnehmen, zum eigenen Lager bringen. Also das fand ich, die Plantage hat mir bei St. Denis wirklich sehr gut gefallen. Das war meine Lieblingslocation, muss ich sagen. Slippery Bastard rein und dann geht das ab. Da habe ich auch wirklich ein paar Beutestücke geholt. Hat mir sehr gut gefallen. Zum Schluss ist mir dann die Explosion-Munition ausgegangen und da dachte ich, wenn du hier noch irgendwas rocken willst, dann musst du jetzt mal ein bisschen Flintenbrandschrot hernehmen und schauen. Mit der abgesägten Flinte, der versucht hier einen Kung-Fu-Stil. Warum nicht? Auch nicht schlecht. Aber mit meinem Flintenbrandschrot hatten sie, und meiner abgesägten Flinte, da hatten sie dann nicht viel zu lachen. Teilweise hat mir das sehr gut gefallen. So mal eine Stunde da rein und rumballern, Beute machen. Es ist nicht schlimm. Das ist auch mal was anderes zum immer jagen und angeln und sonst was farmen oder suchen. Das ist mal eine schöne Abwechslung, muss ich sagen. Es ist nicht schlimm. Ich mag diese Typen nicht, die immer durch die Gegend hopsen. Also ich finde, das kann man machen, wie man will, aber der hopst hier rum wie so ein Frosch und hat ihm doch nichts gebracht. Ich finde sowas, also ich mache sowas nicht, grundsätzlich nie. Was mir auch noch aufgefallen ist in dem Spiel, wenn man den Hut mal verloren hat, man kann ihn nicht wieder aufnehmen. Also das, mir wurde oft der Hut vom Kopf geschossen, weil ich ja die Karte nie ohne habe. Und dann dachte ich,
wenn er da schon liegt, dann nimmst du ihn wieder auf. Aber das war nicht möglich im ganzen Spiel. Ich konnte den Hut nicht mehr aufnehmen. Das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht mal geht. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ich habe da mal die ganzen 7 Partien zusammengefasst. Hier seht ihr, was die 7 Partien im Einzelnen gebracht haben. Zum Schluss bin ich dann besser geworden. Also die erste Partie könnt ihr sowieso vergessen. Da wurde ich so reingeschmissen mit 7,85 $ und 138 XP. Da kam ja so gut wie nichts raus. Aber ich habe mich irgendwie gesteigert und die letzte Partie dann mit 12,38 $ und 221 XP. Ich bin mir absolut sicher, dass fast alle von euch da wesentlich mehr rausholen. Also nehmt das jetzt mal als unterste Grenze, würde ich sagen. 0,56 Goldbarren hat das Ganze gebracht. $67,64, also da kriegt man eine Stunde Jagen, kriegt ihr wesentlich mehr. Also das ist absolut kein Ding. Jagen bringt mehr Dollar. XP 1157. Ist jetzt nicht so schlecht. Also muss ich sagen, für eine Stunde möchte ich mal sagen, probiert's aus, das Plunder. Ich bin angenehm überrascht von der ganzen Sache. Es ist strategisch. Macht es im Team. Ansonsten viel Spaß. Ciao.